Herr Neichebauer, aufwachen! Sie müssen aufstehen, Herr Neichebauer! Da draußen murmelte er. Warum sagst denn er, Neichebauer, zu mir? Also schlug er die Augen auf und sah in das kindliche Antlitz einer jungen Schwester, die ihn entrüstet mit ihren smaragdgrünen Augen anfunkelte. Jetzt ist da. Die hat ja Augen wie ein Katzenviech. Na, 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 na. Musst dich ja nicht gleich aufregen, Kinder. In meinem Alter geht das nicht so schnell. Dieser 2. Juli 1914 war ein strahlend schöner und ziemlich heißer Sommertag. Extra-Ausgabe! Krieg mit Serbien! Extra-Ausgabe! Jetzt müssen sterben die Serben! Extra-Ausgabe! Am Markt summte und brummte das hundertfache Stimmengewirr noch intensiver als sonst. Der Tod des Thronfolgers bewegte die Menschen. Am extremsten aber formulierte es die Kreislerin Landau. Serbien? Wissen Sie, was ich mit den Serben machen tät? Ich würde einmarschieren. Jawohl, einmarschieren in der Prinzheit gehen. Zuerst wird Belgrad erobert und dann der ganze schäbige Rest. Was ist? Blast man? Sie zuckte zusammen. Ein schmächtiger Kerl mit Hut und einem mächtigen Schnurrbart sah ihr frech in die Augen. Dann blickte er hinunter auf seine Hose, ihr Blick folgte dem seinen und blieb an dem mächtig gewölbten Hosenladen hängen. Sie lächelte und dachte, endlich ein Freier. Geh mal ins Hotel. Er schüttelte den Kopf und antwortete, blasen kannst du noch gleich da im Hinterhof. Sie ging auf die Knie und nestelte an seinen Hosentüren. Aber was war denn das? Ihre Hand berührte eine riesengroße Salatgurke, die er sich in die Hose gestopft hatte. Sie zuckte zurück und verspürte gleichzeitig einen brennenden Schmerz in der Schulter. Ein Messer. Seine Hand presste sich auf ihren Mund, sie biss und versuchte zu schreien. Ein Schmerz wie ein Blitz. Sie konnte den Arm nicht mehr bewegen. Noch ein Blitz und noch einer und noch einer. Es brannte so sehr. Und alles verschwamm. Sie versuchte aufzustehen und zu rennen. Rennen! Schmerzen im Staccato im Rücken. Hinfallen, im Boden verkrallen. Nein, nicht sterben. Nicht hier. Neichebauer hat inkognito ermittelt. Im 2. Bezirk, in diesem Hurenmilieu. Und da hat er eine ziemliche Abreibung bekommen. Knatternd hielt der motorisierte Gefangenenwagen, auch Grüner Heinrich genannt, vor dem Eingang des Café Nord. Der Kerl, der davor gestanden hatte, war blitzartig im Kaffeehaus verschwunden. Na, Herr Inspektor, wo ist mit unserer Runde Präferenzenspiel? Neichebauer taxierte ihn kurz und knurrte. Kaminski? Herr Kaminski, gell? Herr Kaminski, wenn ich bitten darf. Herr Inspektor. Ansatzlos verabreichte Neichebauer dem Gurten eine Ohrfeige, dass dieser fast vom Sessel fiel. Augenblicklich war der Bär los. Mit einem Brüller stürzten sich Leszek Piszczek auf Neichebauer. Der wich aus und Pospisching verpasste den Bär mit einer Stahlrute einen Schlag ins Gesicht. Der blade Fratschik packte den Friseurschuh und den schnellen Kaul bei den Haaren und stieß krachend ihre Köpfe gegeneinander. Neichebauer rammte seine Faust in Piszczeks Nase. Es knirschte böse und der Bär ging in die Knie. Der Kurde zog aus dem Schaft seines Spazierstocks sein Messer. Pospisching reagierte blitzschnell und gab ihm mit der Stahlrute einen über die Bratzen. Dann war Ruhe. Neichebauer sagte keuchend. Kaminski, Piszczek, Szymanski und Schuchternack. Ich verhafte euch wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt, Verursachung eines Aufruhrs, wegen Körperverletzung, mehrfach versuchter Körperverletzung, Mordverdacht und wegen des Besitzes unerlaubter Waffen. Abführen!